Alright, now I suppose this game wouldn't crash if I tried to load it, so. Alright. Now, I guess I shouldn't be trying to open that chest, seeing as that guy gets kind of pissed off, and there doesn't seem to be much in that chest anyway, so, you know, no point. Alright, now, let's, come on. Okay, let's go up here, and what can I hide here? Oh, nice. Ah, crap. I need to get used to the controls again. Alright. Nice. Some gin and whatnot. Ooh. Interesting. Now, I'm trying to get enough money for the wolf dagger. For obvious reasons, of course. That weapon is an extremely good beginner's weapon. Yeah. So, anything else around here? Hey, looks like... Schlösser knacken bin ich noch viel zu blond. Yes. I understand. Okay, so let's go over here. I obviously can't unlock that chest then. That's Khaled. Volker? Who the hell is Volker? Hey, Kleine. Was willst du, Großer? Hab gehört, dass du nach dem Ärger mit da den Hof verlassen willst. Wer sagt denn sowas? Stimmt's nun oder stimmt's nicht? Und wenn es so wäre? Wo willst du denn dann hin? Ich meine, du musst doch ein Ziel haben. So, muss ich das. Nun sei mal nicht so schnippisch. Ich wollte dir nur zu etwas Gold verhelfen, sozusagen als Startkapital für das, was du auch immer zu tun gedenkst. Sag das doch gleich. Ein wenig Gold kann auf meinem neuen Weg nicht schaden. Was hast du anzubieten? Die Pacht von Sekops Hof bleibt aus. Es gehen Gerüchte um, dass der Hof nicht mehr so richtig bewirtschaftet wird. Einige Landarbeiter sollen sich auch abgesetzt haben. Verstehe. Und du bist der Söldner, den sie auserkoren haben, nach dem Rechten zu sehen, stimmt's? Und du hast keine Lust zu latschen, habe ich recht? Naja, ich hab's seit 2 Tagen mit dem Rücken. Eine der Bäuerinnen meinte, ich hätte einen Hexenschuss. Weiß zwar nicht, was Sagitta damit zu tun hat, aber es tut höllisch weh. Könntest du vielleicht... Klar, ich kann mich mal bei Sekop umhören. Ob ich die Pacht allerdings gleich mitbringe, wage ich zu bezweifeln. Sekop ist nicht dafür bekannt, dass er gerne gibt. Musst du auch nicht. Du sollst dich lediglich mal umsehen, was so läuft. Und sag mir zuallererst Bescheid. Schließlich habe ich die Aufgabe übertragen bekommen. Das mache ich. Wenn ich sonst noch etwas für dich tun kann? Wenn du so fragst, ja, du kannst was für mich tun. Weißt du, wo Sagitta, die Kräuterhexe, wohnt? Ja, irgendwo nördlich im Wald. Dann geh doch mal zu ihr und frag sie nach Medizin für meinen Rücken. Das kann ich für dich tun. Schmerzen im Rücken sind kein Entzücken. Aber ist das nicht sehr gefährlich mit all den Viechern im Wald? Ich weiß nicht, ob ich denen schon gewachsen bin. Dann sprich doch mal mit dem blutigen Tobi. Der wollte den Gang schon für mich erledigen, hat aber panische Angst vor Hexen. So eine Amulettsammlung gegen böse Zauberei habe ich bei noch keinem gesehen. Wenn du ihm ein wenig Schnaps bringst, wird er dich bestimmt begleiten. Einverstanden. Das kann ich tun. Dann sind hier 50 Goldstücke für die Medizin. Ich hoffe, dass das reicht. Ich bin nicht krankenversichert. Mach dir mal keine Sorgen, das wird schon reichen. Wo finde ich den blutigen Tobi? Am frühen Morgen hat er Schicht und bewacht den Hof. Und tagsüber ist er, wenn er nicht gerade schläft, meistens in der Küche. Pass auf deinen Rücken auf. Alright, Toby. We need to find Toby. But before we do, let's just go upstairs of this, in this area. Okay, there's a shadow beast. Nice. Okay, there's not much here. That's really not my problem. It seems Lee isn't exactly in this game. Ah, I screwed that up. Schlösser knacken bin ich noch viel zu blond. Nope, I don't. It was just like okay. You said. Now, I need to find Bloody Tobi. That's the first one of it. I couldn't care less. I'm not swearing, that's his actual name. Really, seems that a bit of Australia has fallen into a German game. Alright.
Alright, so he's around here somewhere. Well, they said he's outside of the farm or either inside here. So if he's not here. Nice. Ah, crap. I'm pressing the wrong button all the time. Hey, Söldner. Begleitest du mich durch den Wald? Aber so ein schönes Gesicht begleite ich doch überall hin. Du sollst nicht nur mein Gesicht begleiten und die Gedanken, die dir gerade durch den Kopf gehen. Vergiss sie. Du sollst mich durch den Wald zur Kräuterhexe bringen. Medizin für Volker besorgen. Ach, darum geht's. Also durch den Wald ist kein Problem. Aber nur bis vor die Höhle. Keinen Schritt weiter. Und ich will Schnaps als Wegzehrung. Am besten zwei Flaschen, da es ja zwei Wege sind, Hin- und Rückweg. Einverstanden. Why haven't I heard about this before? You listen to the wrong people. Just a second. Wir sehen uns. Before I go with him, I'm gonna save beforehand, because I might as well go by myself if I don't get XP if he kills the enemies. Where did you pick and that would be pretty pointless. That must be... Oh, there's Jarvis. There's a mercenary. Wait, isn't Sentenza meant to be around here? Man, I'm really sad that Lee isn't here. Maybe I'll find him somewhere later in the game, but... Yeah, Lee was one of the characters that were... Well, the characters like... Diego, Gorn, Lester, Milton, all those guys. Grüß dich, Jarvis. Alles im Lot? Klar, was soll auch sein? Denn Tänzer und die anderen Idioten werden es kaum wagen, jemals wieder hier aufzukreuzen. Also schaukeln wir uns hier die Eier, ziehen den Kraustängel durch und schwelgen in Erinnerungen. Was für Erinnerungen? Die großen Eroberungen der Jugend? Jo, das ist nun schon zu lange her. Ich denke gern an die Tage meiner, Tätigkeit auf dem Festland zurück. Das waren noch Zeiten. Was hast du denn getan auf dem Festland? Na, so dies und das. Meine flinken, geschickten Finger haben mich reich gemacht. Ich war der ungekrönte König von Kavaros. Kavaros? Nie gehört. Davon abgesehen, mit flinken und geschickten Fingern, meinst du damit Taschendiebstahl und Schlösserknacken? Freiwillig bin ich nicht in der Strafkolonie gewesen. Auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn wurde ich von einem minderbegabten Rivalen verraten. Das tut mir leid. Na, mir erst. Ha, da fällt mir die Geschichte ein, oder? Bevor du dich in die Geschichte verrennst, kannst du mir deine speziellen Fähigkeiten beibringen? Warum nicht? Viel zu tun ist ja zurzeit nicht. Also, wenn du willst, jederzeit. Unterrichte mich in den ganz speziellen Disziplinen. I think I'll pass. Alright. Wir sehen uns. Okay, I'm not sure if that tower over there, where Dexter was in Gothic 2, has any purpose in this game. I know it did in Gothic 2, Night of the Raven. And I'm pretty sure in this game there would be some other areas, or in this mod, there would be some other areas with different purposes. So let's save. Okay. And now, let's talk to Bloody Tobi. Hey, Söldner. Hier hast du deinen Schnaps. Gut. Wir können los, sobald du bereit bist. Lass uns gehen. Alles klar. Folge mir. Alright. Let's follow Bloody Tobi. That's the truth. Nice. Okay, where's he going? Isn't Sagitta, Oh, maybe not. Never mind. Let's just follow him. Alright. Seems the AI isn't very screwy in this game, which is a good thing. Alright. Isn't Sagitta that way? Oh, I think he's taking a different route. Ah, there we go. Just changed the... Oh. Kind of like graphic quality. It's lagging a little. Alright, good. Now.
I don't suppose there would be any switch here, because it's at Night of the Raven. Alright, let's just change this quality, because it's very difficult to use fraps while recording this without lag. But still, wait. Faggot, stop. Ah, it's meant to be a leather satchel in here somewhere. I remember it. Oh wait, no, that's in the very first farm. Oh, fudge. Oh shit. Yes. Okay. Now. Uh-oh. First encounter with some enemies.